Die Villa Zamorano Reserva in Expresso. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier bei Etwas Genuss. Und heute geht es um diese kleine, aber hoffentlich feine Zigarre. Es geht um die Villa Zamorano Reserva Expresso. Diese Zigarre war eine Empfehlung aus meinen YouTube-Kommentaren vom YouTube-Nutzer Tenor607. Besten Dank an dieser Stelle für diese Empfehlung. Ich bin sehr gespannt auf diese Zigarre und möchte euch an dieser Stelle auf jeden Fall auch ermutigen, falls ihr Empfehlungen habt, ab in die Kommentare. Ihr wisst Bescheid. Ich mag es einfach immer, neue Marken zu entdecken, neue Zigarren zu entdecken. Und ich glaube, bei so einem wirklich ausschweifenden Thema wie Zigarren ist Schwarmintelligenz wirklich das Beste, was man nutzen kann. Von daher ab in die Kommentare damit. Und heute geht es, wie gesagt, um diese Zigarre. Wir haben es hier bei diesem Exemplar mit einer verhältnismäßig kleinen Zigarre zu tun. Ich stelle mich etwa auf einen 30-Minuten-Smoke ein, wenn ich mir das so anschaue. Das ist ja eine Short Robusto, vielleicht eine Petit Robusto, in die Richtung könnte man es wohl nennen. Mir ist gerade was auf die Nase geflogen. Nun, Tatsache, ein kleines Vieh. Wir sind hier also bei Short Robusto, Petit Robusto unterwegs. Ich mag ja normalerweise das Robusto-Format, das ist ja das, was ihr in den meisten meiner Reviews findet. Aber ich dachte mir, es ist ja auch mal ganz spannend, tatsächlich in die anderen Formate reinzurauchen. Und da geht es heute um die Villa Zamorano. Ich werde noch ein paar Mal über den Namen stolpern, das kann ich euch an dieser Stelle sagen. Wir haben es, wie gesagt, mit einer Honduras-Zigarre zu tun, auch ohne jeglichen Mix. Das heißt, Filler, Umblatt, Deckblatt, alles Honduras. Ich mag Honduras-Tabak sehr gerne. Ich empfinde ihn oft als sehr aromatisch, als sehr herb und deftig, aber ohne Schärfe, ohne Würze meistens. Das ist jetzt keine Gesetzmäßigkeit. Ich sage euch nur, was ich da bisher so gefunden habe. Und vor allen Dingen empfinde ich ihn auch im Regelfall vom Nikotingehalt als ziemlich gut verträglich. Da bin ich bei Nicaragua-Zigarren ja oft dabei, an meine Grenzen zu stoßen. Ich bin sehr gespannt, dadurch, dass es auch eine verhältnismäßig günstige Zigarre ist. Wir sind hier bei 4,10 Euro, also preislich ganz entspannt. Natürlich, man kann im 4-Euro-Segment auch größere Zigarren, also die Montosa Robusto zum Beispiel, ist auch eine 4-Euro-Zigarre, da hat man dann halt eine komplette Robusto. Aber wie gesagt, 4,10 Euro finde ich preislich ganz entspannt. Es ist trotz der günstigen Preisklasse eine handgefertigte Zigarre und es ist eine Longfiller-Zigarre. Das finde ich beides sehr schön. Ich habe nicht unbedingt eine Präferenz, wenn es um Medium, Longfiller oder Shortfiller geht, aber Longfiller-Zigarren haben schon irgendwie einen besonderen Reiz. Wobei ich auch genug Medium-Filler-Zigarren mag, wie zum Beispiel meine geliebte Mastic Blue. Ja, aber heute hier, wie gesagt, die Villa. Ich nenne sie jetzt nur noch die Villa. Sie hat ein kleines bisschen Spiel. Das helle Deckblatt gibt halt ein bisschen nach. Aber jetzt halt, ne, sie lässt sich einfach ein bisschen massieren. Es kommt überraschend viel Creme mit. Das, was man sonst eher oft bei dominikanischen Zigarren findet, kommt hier voll durch. Eine satte Creme, eine gute Fermentationsnote. Ich suche sowas wie Holz oder Erde, suche ich vergebens, gar nicht da. Sehr spannend. Wir haben es hier mit einer Doppelbanderole zu tun. Einmal für die Marke, einmal für die Serie. Die Serie ist in dem Fall Reserva. Ja, ihr wisst, der übermäßiger Banderoleneinsatz. Ihr wisst, wie ich dazu stehe. Wir haben eine doppelte Kappe, die einigermaßen gut weit runter geht. Also hier so Oberkante, Zeigefinger, da bis dahin geht sie ungefähr runter. Könnt ihr anschnitttechnisch eigentlich ganz entspannt umgehen, falls ihr auf Nummer sicher gehen wollt. Macht ihr einen Rundschnitt, ansonsten natürlich auch ein Zigarrenschneider mit Fixierung. Das ist der Zigarrenschneider, den ich heute nutzen werde. Es ist der Zigarrenschneider mit Fixierung, Doppelklinge von Germanus, 15 Euro das Teil. Es liefert einfach ab, deswegen empfehle ich es. Und ich habe immer noch den Plan, mich mal endlich von Germanus sponsern zu lassen. Warum eigentlich nicht? Ich werde die Villa Zamorano Reserva Expresso da mal anschneiden und werde den Kaltzug testen, werde den Kaltgeschmack testen und dann geht es natürlich an den Smoke. Ich meine, deswegen sind wir hier. Super sauberer Schnitt, Cutter ist sauber durchgegangen, Schulter ist nicht eingerissen, genauso will ich das sehen. Sie hat ein ganz kleines bisschen nachgegeben beim Schnitt, aber auch jetzt nicht mehr, als wenn man sie so in der Hand hält. Also alles wie erwartet, wunderbar. Sehr offen. Sehr, sehr offen. Ich suche gerade Zugwiderstand, wenn ich ehrlich bin. Das könnte ein Problem werden. Für euch zur Info, falls ihr vielleicht auch neu in der Zigarrenwelt seid, wenn ihr wenig Zugwiderstand habt,
lauft die Gefahr, Zigarren zu schnell zu rauchen. Dann werden sie zu heiß, der Tabak wird einfach nur bitter und kriegt ein unangenehmes, wirklich verbranntes Aroma und überdeckt damit alles, was ansonsten an Aromatik in der Zigarre drin ist. Und das ist halt der Grund, warum Zigarren mit offenem Zug oft als problematisch angesehen werden. Ich habe nichts gegen einen offenen Zug, aber die hat gerade sehr, sehr wenig Widerstand. Wird einige von euch abstoßen, das weiß ich. Deswegen sage ich es ja auch immer so in aller Deutlichkeit. Das ist hier schon wirklich auf der sehr offenen Seite. Von der Aromatik her bestätigt sie den Kalkgeruch. Gut Creme, leichte Fermentationsnote. Ich habe ein bisschen Kaffee mit drin. Das ist cool, das ist spannend. Aber alles in allem nicht so herb, wie ich es erwartet hätte bei einer Honduras. Ich bin sehr gespannt. Und da ich so gespannt bin, muss ich sie jetzt anzünden. Doppeltes Jet Flame Feuerzeug von Germanus. Auch hier, der kostet 20 Euro. Das ist so ein solider Performer. Da kann man nichts sagen. Ja, von daher, ich kann die Sachen halt echt einfach nur empfehlen. Gerade für Leute, die halt auch neu im Thema sind. Vielleicht jetzt so auch gerade mein Video geschaut haben, alles was man für Zigarre braucht für unter 20 Euro. Und das vielleicht jetzt zu Hause haben und merken, okay, sie wollen jetzt den nächsten Schritt in Sachen Equipment gehen. Guckt hier einfach mal bei den Klamotten rein. Ihr gebt hier 35 Euro aus und habt echt einen guten Universal-Cutter und ihr habt ein gutes Universal-Jetflame-Feuerzeug, was euch nicht so schnell im Stich lassen wird. Und das ist halt einfach eine ganze Menge wert. Also viel bei Zigarren-Equipment geht auch einfach in Richtung Komfort und Zuverlässigkeit ist mit die Grundvoraussetzung für Komfort. Und deswegen bin ich immer erst bei Zuverlässigkeit und dann bei Ästhetik. Da im Zweifelsfall will man einfach ja seine Zigarre anzünden. Man will, dass es funktioniert. So, das sieht gut aus. Nehmen wir mal den ersten Zug und schauen, wie sich die Aromatik so entwickelt. Sie hat gerade einen deutlich höheren Zugwiderstand, was gut ist, was sehr, sehr gut ist. Sie hat es definitiv gebraucht, einen höheren Zugwiderstand zu haben, als das, was ich im Kaltzug fühlen konnte. Sie tendiert immer noch eher Richtung offen, aber es ist Zugwiderstand da. Und das ist gut. Das ist also sehr gut. Ich bin gerade echt ein bisschen erleichtert. Der Kaffee und die Creme halten sich ein bisschen die Waage. Es kommt überraschenderweise eine Holznote dazu, die ich so vorher nicht hatte. Eine gute, gute Rauchabgabe. Sie ist sehr mild auf jeden Fall. Also die Aromen sind deutlich da, aber es ist nicht so, dass sie wie eine Backpfeife um die Ecke kommen und ihr richtig mal eine schallern und sagen, hurra, hier bin ich. Sie halten sich auch. Ich habe immer noch Aromen im Mund. Alles wunderbar. Aber sie sind halt sehr mild. Sie sind sehr verträglich auf den ersten Eindruck. Also gerade so auf den ersten Eindruck wirklich ganz entspannt. Entspannt. Ganz entspannter Smoke. Ich bin froh über den höheren Zugwiderstand. Und um jetzt da einfach mal reinzurauchen, ich kann die Zigarre nicht dritteln. Das macht einfach keinen Sinn. Dann hole ich euch hier in Abständen dazu, die für mich einfach keinen Sinn ergeben. Ich werde euch zur Halbzeit dazu holen, wenn ich die zweite Banderole... Wisst ihr was? Ich nehme die erste Banderole jetzt schon mal ab. Und dann kann ich euch gleich dazu holen, wenn ich die große Banderole abnehme. Dann habe ich zumindest das wie immer. Ja, ganz entspannt. Wunderbar. Nicht mit viel Kleber gehalten. Das war schon mal sehr schön. Das beruhigt mich. Und dann hole ich euch gleich dazu, wenn ich das erste Drittel geraucht habe, beziehungsweise die erste Hälfte, macht der Gewohnheit, und hole euch dann dazu, wenn ich die Banderole abnehme. Ich bin jetzt etwa 12 Minuten im Smoker, also ein bisschen über 10 Minuten. Sie raucht sich ganz entspannt. Ihr seht, dass die Asche, die hält gut. Ich meine, es ist jetzt auch noch nicht so viel. Ich habe euch jetzt auch definitiv früh dazu geholt. Aber ich möchte jetzt gleich einfach die Banderole abnehmen. Und da dachte ich, ist das ein guter Zeitpunkt. Die Aromatik ist unverändert geblieben. Wir haben dieses Wechselspiel aus Kaffee, Creme und Holz. Eine schöne Kombination. Sie ist ein bisschen aromatischer geworden, also sie ist immer noch mild. Also glaubt jetzt nicht, dass ihr da wirklich irgendein tief aromatisches, voll aromatisches Ding in der Hand haben werdet. Egal. Also eine Zigarre haben werdet, die euch von der Aromatik her komplett umhaut. Sie ist immer noch relativ mild, aber sie hat schöne Aromen, sie hat ein schönes Wechselspiel. Sie überrascht mich gerade wirklich sehr, sehr positiv. Auch von der Konstruktion her, der Zug ist weiterhin gut. Er ist
relativ offen, aber er ist nicht so offen wie befürchtet und er ist von daher, würde ich sagen, gut, sie lässt sich ganz entspannt rauchen. Ja, ich werde einmal abaschen, bevor ich die Banderole abnehme. Ihr seht das auch, die Rauchentwicklung ist mega. Da ist alles gut. Ich werde jetzt erst einmal abwaschen. Machen wir es so rum. Ein solides Stück, das war's. Meine Rasenmähne-Nachbarn legen wieder los. Es wird schon dunkel tatsächlich, also ich musste gerade auch die Belichtung nachkorrigieren. Und hier wird noch Rasen gewählt. Stark. Nehmen wir die Banderole ab. Ich habe natürlich, nachdem die erste Banderole so gut abging, Hoffnung bei der zweiten. Ganz entspannt. Ganz entspannt. Es ist ein relativ dünnes Papier, also es ist jetzt keine hochwertige Banderole, wo ihr richtig was in der Hand habt. Aber ich meine, sie ist ganz ansehnlich gemacht, das Logo ist ganz ansehnlich, also absolut okay. Ich werde jetzt die zweite Hälfte von der Villa Zamorano Reserva Expresso rauchen und hole euch dann für ein abschließendes Urteil dazu. Es ist wie gesagt heute ein kurzes Review, was sehr gut wird, also sehr gut ist, da es wird dunkel. Was sehr gut ist, da es dunkel wird. Was ist denn heute los mit mir? Keine Ahnung. Vielleicht so wenig Zigarre geraucht. Ich hole euch aber gleich nochmal dazu. Ihr hört es sicherlich, meine rasenmähenden Nachbarn geben hier gerade Vollgas. Ich hoffe, es ist nicht zu nervig. Was überhaupt nicht nervig war, war die Zigarre. Ganz entspannter Smoke. Ich habe jetzt gute 25 Minuten rausgeholt. Ich werde sie jetzt ablegen, dadurch, dass der Rauch warm wird. Und das persönlich mag ich nicht. Und ich muss echt sagen, das ist eine schöne, nicht zu komplexe, aber doch sehr angenehme Zigarre. Das ist ein schöner 25 Minuten, halb Stunden Smoke. Also wenn ihr nicht so mit heißem Rauch da Probleme habt, könnt ihr da sicherlich noch ein paar Minuten rausholen. Sie hat, kurz nachdem ich die Kamera ausgemacht habe gerade, hat sie einen leichten Schiefbrand hingelegt. Aber einmal nachgezündet und überhaupt gar kein Problem, seitdem brennt sie wieder gerade ab. Also wirklich, ich muss sagen, ich werde sie mir nachkaufen, garantiert. Dadurch, dass es gerade für so Spaziergänge, glaube ich, eine richtig coole Zigarre ist. Oder wenn man mal nicht eine ganze Stunde Zeit hat, sondern einfach nur eine halbe Stunde entspannen möchte. Wirklich richtig cool. Jetzt auch von der Aromatik her hat sie noch ein bisschen mehr zugenommen. Wie gesagt, ist immer noch keine kräftige Zigarre, aber hat schon so die Tendenz Richtung mittelkräftig. Nikotin, auch bei der Größe natürlich überhaupt gar kein Problem. Ich merke überhaupt nichts. Und gerade einfach nur sehr zufrieden mit der Villa Zamorano. Reserva Expresso. So, das letzte Mal, dass ich diesen Namen gesagt habe. Falls ihr auch Empfehlungen... Ach so, ja, wie gesagt, 4,10 Euro. Ich würde sagen, Kaufempfehlung, probiert sie aus. Ihr könnt damit nichts verkehrt machen. Ich finde sie gut. Ich finde sie einfach gut. Wirklich, vielen Dank für die Empfehlung. Falls ihr auch Empfehlungen habt, ab in die YouTube-Kommentare. Schreibt mir, was ich mal ausprobieren soll. Ich pflege die Liste, die ich habe, wirklich sehr genau. Es sind noch sehr viele Zigarren drauf. Ich habe jetzt auch schon viele Reviews vorgedreht. Das ist jetzt, glaube ich, das 14. unveröffentlichte Review, das ich drehe. Es kommt auch ein bisschen darauf an, in welcher Reihenfolge ich die veröffentliche. Aber ja, ich habe schon eine gute Handvoll Reviews fertig. Aber schreibt mir trotzdem eure Empfehlungen rein. Sie werden früher oder später drankommen. Und die Liste, die ich pflege, ist wirklich sehr genau. Oder macht es viel besser als in den Kommentaren. Kommt in unsere Facebook-Gruppe, kommt zu den Genussfreunden, eine Community, wo wir uns jeden Tag austauschen zu Genussthemen, wo wir auch sehr viel über das Thema Zigarre reden, aber über alles, was mit Genuss zu tun hat, kommt gerne vorbei. Es würde uns echt freuen, euch da zu sehen. An dieser Stelle natürlich, der obligatorische Daumen nach oben muss sein. Ihr könnt ansonsten auch gerne ein Abo dalassen und da unten habe ich euch einfach mal 5 Zigarren für 25 Euro verlinkt. Ein guter Einsteiger-Sampler, den wir mal für euch zusammengestellt haben. Wir sehen uns das nächste Mal im nächsten Video, garantiert mit etwas Genuss.